Heute machen wir ein richtig leckeres Weihnachtsdessert. Das besteht aus einer Spekulatiusschicht als Boden. Dann kommt eine leckere helle Creme und getoppt wird das Ganze mit Zimt und gebrannten Mandeln. Das ist einfach nur köstlich. Ich habe vor circa 2 Jahren schon mal so ein ähnliches Rezept gemacht. Das ist allerdings ein bisschen fruchtiger, aber auch mit einem Spekulatiusboden und das ist so gut bei euch angekommen. Dieses Rezept hier solltet ihr aber auch auf jeden Fall mal ausprobieren. Das lohnt sich und vielleicht ist es ja auch das Dessert, was ihr dieses Jahr zu Weihnachten servieren wollt. Mein anderes Spekulatius-Dessert verlinke ich euch nochmal am Ende dieses Videos. Als erstes machen wir schnell die gebrannten Mandeln für das Topping. Dazu gebt ihr Zucker, Wasser und Zimt in eine große Pfanne, alles aufkochen lassen und ca. 30 Sekunden einkochen lassen. Die Zutaten findet ihr wie immer unten in der Infobox und das komplette Rezept nochmal zum Nachlesen auf cuisini-blog.de. Dann die Mandeln hinzugeben und gut unterrühren. Das Wasser auf Stufe 7 von 9 verkochen lassen, bis eine Art dicker Zuckersirup entsteht und immer mal umrühren. Das dauert bei mir so circa 3 Minuten. Und jetzt ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr den Herd runterschaltet auf mittlere Stufe. Bei mir ist das Stufe 5 von 9. Nach kurzer Zeit werden die Mandeln dann krümelig. Hier immer weiter rühren, bis sie etwas karamellisieren. Das erkennt ihr daran, dass die Mandeln eine Glanzschicht bekommen. Dabei immer weiter rühren, damit nichts anbrennt. Wenn alle Mandeln etwas karamellisiert sind, verteilt ihr sie auf einem mit Backpapier ausgelegtem Backblech. Mit 2 Gabeln könnt ihr sie etwas auseinanderziehen und dann gut auskühlen lassen. Vorsicht, die Mandeln sind noch super heiß am Anfang. Ich habe hier direkt etwas mehr Mandeln zubereitet, als wir für das Dessert brauchen, denn gebrannte Mandeln kann man meiner Meinung nach nie zu viele haben. Nun gebt ihr die Spekulatius-Kekse in eine Schüssel und zerdrückt sie mit einem Glasrücken oder einem Stößel. Alternativ könnt ihr die Kekse auch im Mixer zerkleinern. Die Butter wird in einem Topf bei schwacher Hitze geschmolzen. Anschließend kommen die zerkleinerten Spekulatius-Kekse hinzu. Alles gut verrühren und gleichmäßig in die Gläser verteilen. Mit einem Stößel könnt ihr den Boden nun platt drücken. Die Gläser kommen in den Kühlschrank, damit der Boden kurz aushärten kann. Nun schlagt ihr die Sahne. Da gibt es eigentlich nur zu beachten, dass die Sahne direkt und kühl aus dem Kühlschrank kommen sollte, damit sie auch richtig steif wird. Dann kommen Quark und Joghurt zusammen mit dem Zucker und Vanillezucker in eine Rührschüssel. Alles cremig schlagen und im Anschluss die Sahne unterheben. Wenn du neu auf meinem Kanal bist, trete gerne in die Community ein. Hier gibt es immer sehr leckere und vor allem einfache und schnelle Rezepte. Dazu musst du nur den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. So verpasst du garantiert kein Video. Jetzt gebt ihr noch ca. 2 Teelöffel Zimt hinzu. Das verleiht der Creme den ultimativen Weihnachtsgeschmack. Das ist einfach so, so lecker. Dann gebt ihr die Creme gleichmäßig in die Gläser. Ich habe hier übrigens 4 Riesenportionen gemacht. Ihr könnt aber auch 6 mittelgroße oder 8 kleinere Portionen machen. Um die Creme gleichmäßig in die Gläser zu verteilen, nehme ich 2 Esslöffel. Wenn man am Ende vorsichtig an den Gläsern rüttelt, wird die Schicht schön gerade. Die Glasränder noch sauber machen, falls ihr auch gekleckert habt, so wie ich. Und jetzt kommt das Dessert für mindestens 3 Stunden in den Kühlschrank, damit es schön durchkühlen kann. Ihr könnt es auch am Vortag zubereiten und am nächsten Tag servieren. Dann aber unbedingt abdecken, damit die Creme keine anderen Geschmäcker im Kühlschrank annimmt. Vor dem Servieren streut ihr noch etwas Zimt über die Creme und gebt die knackigen gebrannten Mandeln darüber. Na, bei wem gibt es dieses super leckere Dessert auch dieses Jahr zu Weihnachten? Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Schau dir auch meine anderen Weihnachtsrezepte an. Ich habe dir hier eine Playlist und wie versprochen das andere Dessert verlinkt.